Wisst ihr, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben? Eine Razzia. Ich glaube, es ist mal ein guter Zeitpunkt für eine neue Razzia. Und damit herzlich willkommen zurück zu Prison Architect. Unser Mütterblock, Mutterblock, Familienblock, wie auch immer wir ihn nennen wollen, ist fast fertig. Es fehlt immer noch ein bisschen Wasser. Ihr seid alle pissed off, das finde ich nicht so geil. Aber Moral ist 72%. Wir haben noch zwei Infizierte. Ich bin mal gespannt, was aus denen wird. Ich meine, unser blauer Block hier drüben ist immer noch komplett abgekapselt vom restlichen Geschehen. Die dürfen immer noch nichts tun, solange die Infektion dann noch vorhanden ist. Und ich sehe gerade, hier haben sich schon wieder durch die Bauprobleme die Rohre resettet. Und ich glaube sogar die Warmwasserrohre war. Ja, shit. Dahin, dahin. Und hier sind sie fertig, okay. Oh. Oh, okay, ich sehe gerade, es funktioniert doch nicht. Aber war das nicht so, dass ich hier 25 in die Richtung hatte? Sogar mehr. Aber vielleicht, weil es nur in eine Richtung ging. Ich meine, das sind 10. 6. 16. Dann muss ich tatsächlich noch einen Boiler hier hinsetzen. Na gut, der kann halt in dem Hof jetzt hier stehen. Und auf die andere Seite hier hin. Muss das Warmwasser tatsächlich nochmal so miteinander verbinden. Genauso wie Kaltwasser. Und Strom. Genau, es reicht. Ich glaube, es reicht. Was macht ihr hier? Achso, ich müsste auch demnächst mal zum Beispiel eine Wachpatrouille hier lang schicken. Und hier lang schicken. Und es reicht, glaube ich. Ich glaube, das reicht. Ach ja, genau. Um das hier zu senken, brauche ich tatsächlich 25.000. Also um eine Stufe zu senken und 50.000 hat, um beide zu senken. Ich kann halt, wie gesagt, noch bis 250 hochgehen. Aber ich muss es ja auch irgendwann abbezahlen. Also ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich das machen soll. Wir haben auf jeden Fall erstmal Eltern. Kapazität 19. 19? Müsste ich nicht 20 haben? Ist hier irgendeine Zelle? Duschkopf. Ach so. Stimmt. Der Duschkopf. So. Und alle anderen Zellen funktionieren. Hier muss nur noch das Wasser gesetzt werden. Gut. Wie viel haben wir da? Und Kapazität 21? Ach stimmt, wir haben ja hier drüben auch noch zwei Zellen, wa? Die können natürlich jetzt auch weg. Warum sind die eigentlich nicht mehr... Achso, weil keine Kinderkrippe mehr da ist. Alles klar. Weg, weg, weg. Alles weg. Objekte. Das können wir abreißen. Das können wir abreißen. Das können wir abreißen. Das können wir abreißen. Nein, die Heizung nicht. Fenster waren hier gar nicht drin. Alles klar. Und ich glaube, ich kann dann hier noch ein paar Einzelhaftzellen reinsetzen. Nicht ganz optimal, aber tatsächlich passen hier noch welche rein. Ist das mit euch hier eigentlich? Guck mal. Nehme ich... Hallo? Hallo? Nehme ich... Dich nehme ich auch. Und hatte ich eigentlich geguckt, ob ich hier...
Ach shit, ich glaube, das hat sich gemacht, aber wir dann vergessen zu überprüfen. Wir haben nämlich immer noch Fragezeichen. Ein paar. Guck mal, Besucherraum ist gut befüllt. Hier haben wir einen Spitzel, das ist aber okay. Deswegen haben die ja ihren eigenen Bereich hier unten bekommen, dass hier hoffentlich nichts passiert. Wo bist du? Dort oben, du bist noch nicht abtransportiert, okay. Okay, hier fehlt noch Strom, hier fehlt auch noch Strom. Und dann dürfte tatsächlich der Block fertig sein. Schneller als ich gedacht habe. Wir haben eine Spitzhacke gefunden. Aber wir haben tatsächlich noch keinen Tunnel so gefunden, wa? Wir haben bisher nur Tunnel gefunden, wenn wir entweder eine Zelle abgerissen haben, so wie in der letzten Folge. Oder wenn wir, naja, wenn schon Leute ausgebrochen sind. Was ich komisch finde, weil ich ja extra den Direktor genommen habe, der mir dabei helfen soll, es zu finden. Du gehst dahin. Hier sehe ich noch ein paar potenzielle Informanten. Also einen. Sind die Fragezeichen jetzt raus? Nee, da ist immer noch ein Fragezeichen. Mitglied, alles Bandenmitglieder. Gibt der Kämpfer. Okay, wir haben immer noch ein Fragezeichen, mit dem wir gerade nichts machen können. Was hast du hier vor? Naja, besser ist auch. Apropos, wie sieht's eigentlich? Ich glaube, wir sind die Krankheit losgeworden. Ich hoffe. Denn ich gebe euch jetzt wieder einen Sinn fürs Leben. Freizeit, Arbeitszeit. Und Hofzeit. Jetzt dürft ihr auch mal euren neuen Hof besuchen. Groß genug ist er. Ja, noch ist alles gleich, aber das werde ich auch noch ein bisschen ändern, glaube ich, später. Okay, ich glaube, jetzt stehen endlich alle Zellen. Jetzt haben wir die Kapazität von 20. Okay, wie viel haben wir denn überhaupt? Kann man das hier auch sehen? Nee, wa? Kann man das zufällig? Gibt es hier eine Einordnung für? Nein, schade. Das wäre mal interessant zu wissen. Auf jeden Fall einige. Das ist alles Mütter? Alles? Nee, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich frage mich gerade, ob hier Leute drin sind, die keine Mütter sind. Ich glaube doch, oder? Na gut, warum sollten die auch hier reinkommen? Ich meine, hier ist abgesperrt, hier ist abgesperrt, hier ist abgesperrt. Ja, drei Türen trennen sie auf jeden Fall davon. So, ich glaube, die Razzia ist durch. Danke. Der Generator kommt hier hin, genau. Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Was brauchen wir nochmal für Baue Überwachungsmonitor, platziere Überwachungskamera. Kann ich schon Überwachungsmonitore bauen? Oder muss ich das noch erforschen? Überwachung. Damit wir hier auch mal ein bisschen Platz wieder drin bekommen. Und ich glaube, an Zuschüssen wäre das nächste, was wir dann nehmen könnten. Genau. Ah ne, Tischlerlehre müsste. Abgeschlossen Fertigungsanlage. Wie weit sind wir da? Ach, bei 0%. Na, sehr gut. Das heißt, das nächste, was wir nehmen könnten, ist tatsächlich Zellenblock D für 500 Zellen. Die könnten wir dann tatsächlich auch langsam mal angehen hier. Auch wenn ich gerne noch den Kredit vorher abbezahlen würde. Aber dafür bräuchte ich halt 50.000 insgesamt. Ich weiß gar nicht, wie ich an das kommen soll. Fragen über Fragen. Um
Sie möchten die Mobilitäten ihres Gefängnisses steigern und sind bereit dazu, Kapital für den Bau von Werkstätten und Ausbildung ihrer Häftlinge zu Arbeitskräften zur Verfügung zu stellen. Habe ich das eigentlich? Werkstatt. Einführung in die Sicherheit, Einführung in die Sicherheit. Gibt es dafür Interessen? Steht noch nicht da, okay. Wie sieht es denn eigentlich mittlerweile bei der Grundausbildung aus? Immer noch 0% bestanden. Das habe ich nicht verstanden. Das habe ich immer noch nicht verstanden. Wieso das so schleppend vorangeht mit der Bildung. Ob man, was man da machen kann, damit das besser wird. Warum habt ihr die Wand hier nicht eingerissen? Ach ja, hier hatte ich ja auch diese Wände gesetzt, wa? Das kann ich ja gleich mal neu setzen. So, so, so und so. Was auch immer das hier ist. Es war nur ein Plan, okay. Ah, ich glaube, ich weiß auch gar nicht, was mich ein bisschen irritiert ist. Derzeitiger Kredit sind 50.000. Klar, wir haben 225.000 genommen. Zinsen sind 2.500 pro Tag. Aber eigentlich müsste doch dann die Zahl des Kredits auch runtergehen, oder? Wenn ich die ganze Zeit... Steht es hier gar nicht? Export, Tage ohne Vorfall, 0,3, sehr gut. Häftlingsgehälter, Besserungsprogramme, Zinsen, da sind sie. Das irritiert mich halt, weil um das zurückzuzahlen, brauche ich trotzdem 25.000. Aber ich muss trotzdem Zinsen zahlen und der Wert wird nicht geringer, das ist irgendwie... Allein durch die tägliche Zinszahlung wird ihr Kredit nicht zurückgezahlt. Ja, aber ein Teil, oder? Zahlen sie regelmäßig, steigt ihre Bonitätsbeurteilung und ihre Bank genehmigt ihnen höhere Kredite. Wenn sie allerdings Zahlungen nicht vornehmen können, sinkt ihre Bonitätsbeurteilung. Was ein Wort, ey. Falls mal jemand Hangman spielen sollte. Bonitätsbeurteilung. Ein schönes Wort. Aber ich komme nicht an 25.000. Ich glaube, dann baue ich lieber Zellen für das Geld. Beziehungsweise Überwachung. Wir könnten mal den Sicherheitsraum hier ein bisschen ausbauen. Wo ist er? Sicherheit. Setzen wir den mal ich glaube so reicht. Das machen wir weg. Machen dafür den Tisch dann gleich dorthin. Die Waffenkammer, ups, gut mit. Waffenkammer würde ich hier hin platzieren. Machen wir erstmal so. Und den Personalraum vergrößere ich nach hier. Genau, und die müssen, glaube ich, auch nicht komplett eingerahmt sein. Ich hoffe es. Weil sonst muss ich hier noch zwei Wände durchziehen. Aber dann kann ich hier das schon mal abreißen. Auch. Ja doch, hier steht nur Innenbereich. Ich glaube, im Zwinger stand ja irgendwas mit
Genau, muss von Türen und Wänden umrahmt sein. Das heißt, wir brauchen Objekte. Objekte. Mal so 8 Stück hin. Das machen wir weg und dafür machen wir hier einen Mülleimer hin. Da, Mülleimer. Damit jeder, der rausgeht, hier sich auch gleich den Müll entsorgen kann. Dann machen wir hier einen Stuhl hin. Und wir brauchen Beleuchtung. So. Was fehlt hier noch? Genau, die Waffenständer. Da. Ja, die konnte man nicht drehen, vergesse ich immer. Oh, 1000 kosten die. So. Und dann können wir bis jetzt auch erstmal schon auf 8 aufrüsten, wenn wir das so haben. Hier oben fehlt Strom. Tatsächlich. So. Das Sicherheitsding ist fertig. Hier fehlt noch ein Tisch. So. Und dann machen wir den Personalraum. Guck mal, hier wird gleich eine Gruppensitzung gemacht. Sehr schön. Und noch ein paar mehr Toiletten hin. Ich würde sagen, wir machen hier auch noch... bis wohin geht der Personalraum? Ich glaube, bis hier. Aber hier noch eine Sitzung. Getränkeautomat würde ich tatsächlich hier auch noch hinstellen wollen. Obwohl, warte mal, wir machen das mal anders. Wir machen hier noch so einen Serviertisch. So hin. Perfekt. Passt perfekt. Machen die Sofen hier und hier. Und hier. Ich suche ein Radio. Da, Radio. Machen wir hier hin. Wo ist denn hier? Da, großer Fernseher, den habe ich gesucht. Den machen wir hier hin. Abwasser gibt es natürlich auch, sonst können sie spülen, wie sie wollen, und dann funktioniert das doch nicht. Ich glaube, einen Spülautomaten setze ich auch noch einen zweiten hier hin. Kann man direkt gegenüber vom Klo machen. Und den Getränkeautomaten, den zweiten, den setze ich hier hin. So. Bisschen größer. Hier müssen wir auch noch ausbauen. Und zwar brauche ich nur Überwachungsmonitor. Den setze ich erstmal hier hin. Türkontrollsystem, Abhöranlage brauche ich alles noch nicht. Ist mir alles noch zu teuer. Und wir brauchen wie viel Überwachungskameras? Platzieren Sie Überwachungskameras in Ihrem Gefängnis. Okay, hier steht keine Zahl. Aber ich denke mal, dass wir trotzdem eine bestimmte Zahl brauchen. Wo setze ich denn die hin? Ich meine, die sind ja eh erstmal nur provisorisch hier, glaube ich, wenn ich die hier hinsetze. Komm, hier im Unterrichtsraum würde ich gerne eine haben. Hier ist natürlich die Heizung jetzt. In der Krankenstation würde ich auch gerne eine haben. Platzieren Sie Überwachungskameras. Hier steht nicht, wie viele. Werden wir gleich sehen. Obwohl, jetzt 33. Das heißt, ich brauche 6. Okay.
Machen wir in die Rezeption noch eine. Verdammt. Okay, die Wand ist vollgestellt. Machen wir hier hin. Dann würde ich sagen, machen wir eine noch hier in den Bereich. Ach ja, hier ist ja auch alles fertig. Setzen wir die hier hin. Es fehlen noch zwei, wa? So. 83. Okay, fertig. Sehr gut. Zuschuss fertig, 20.000 bekommen. Und jetzt ist die Frage... Naja, ich mache erstmal die Kameras zu Ende. Die müssen ja noch Dings hier werden. Warte mal, es ging doch, glaube ich, dass ich ihr über Versorgung verbinden, genau. Das direkt so mache. Ist überhaupt jemand eingeht? Ach, ist noch gar kein Strom drauf. Ich habe gerade überlegt, weil ich glaube, es gab doch ein Problem mit den Überwachungskameras, dass man die nur einseitig aktivieren kann. Ich zeige gleich, was ich meine. Das ist nur für Personal. Und hier möchte ich auch zwei Leute drin haben. Das ist der Hof hier, wa? Ah, den habe ich noch gar nicht als Hof markiert. Ich hoffe, dass dann nur die hier reingehen, weil es jetzt natürlich ein Hof ist, der... Hier bauen wir eine kurze Mauer hin. Der neutral geblieben ist. Und da muss man natürlich ein bisschen vorsichtig sein. Ich würde aber sagen, das hier ist nur... doch, wenn ich das hier als nur für Personal mache, dann dürfte hier eigentlich keiner rübergehen in den Hof. Da ist eh kein Zutritt. Okay. So, jetzt ist das Ding aktiviert. Und jetzt können wir nochmal Versorgung, Verbindung. Hallo. Okay, jetzt funktioniert's. Wo sind die anderen? Wo habe ich die hingesetzt? Hier oben. Und kurz gucken, wenn ich das so mache. Genau, dann blinkt die nämlich noch. Aber wenn ich es von hier ziehe, blinkt sie nicht mehr. Dann funktioniert es. Ich überlege gerade, wie viele Kameras konnte ein so ein Überwachungsmonitor halten? Ich glaube 8, wa? Eins, zwei, drei, vier, fünf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Habe ich was vergessen? Oder waren es nur 6? Ne, es waren nur die 6. Okay, dann haben wir das auch. Okay, ich werde es, glaube ich, so machen. Ich scheiße jetzt auf den Kredit, den wir haben. Und werde jetzt die 25.000 nicht ausgeben für die Rückzahlung des Kredits. Sondern werde lieber... Ach, nicht planen, klonen. Und anfangen hier... Hier sind schon wieder falsche Wände drin. Gucken, ob sie die umändern. Hier sind auch falsche Wände drin. Das Ding in der Mitte sollte doch, glaube ich, eigentlich Backstein sein. Also die
die drei Backsteine und die anderen Beton. Aber wie man hier sieht, habe ich hier Betonwände überall benutzt. Also durchs Kopieren wahrscheinlich, weil ich die kopiert habe, die Zellen. Macht Sinn. Ah, kann man ja später noch ändern. Die Zellen hier. Genau, und dann mache ich hier oben auch noch direkt Zellen. Da eine Tür und da eine Tür. Gut, und dann würde ich tatsächlich sagen, wir machen das so, dass wir... Moment, jetzt muss ich kurz überlegen, wie ich das mache. Genau. Hier rot, hier rot, hier rot. Und hier mache ich jetzt gelb draus. So, das ist ja eh der Dingsraum. Dann sind die hier oben und bekommen... Oh nein, rot. Bekommen ihre Kantine erstmal hier. Übergangsweise. Was brauchen wir noch? Wow, das war knapp. Wer von euch war das? Wollt ihr mir nicht verraten? Dafür kommt ihr beide in Einzelhaft für 24 Stunden. Das kann weg. Das vergrößere ich mal. Shit, wir haben einen Todesfall. Noch ein Todesfall. What the fuck, was ist denn hier los? Eine Wache wurde umgebracht und wer noch? Bist du tot? Ja. Ermordet von Häftling. Stark. Gefallen euch die Zellen hier oben nicht, oder was? Hm. Das tut mir leid. Oh gut, eigentlich nicht. Irgendwas wollte ich gerade noch machen, bevor ich hier abgelenkt wurde. Egal, vielleicht fällt es mir beim nächsten Mal ein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr seid so stolz auf mich wie ich selbst. Denn es geht voran. Die Trennung findet statt, man sieht's. Jetzt ist endlich rot hier oben und wir haben nur noch blau und gelb hier unten. Und dann baue ich hier auch endlich aus und dann werde ich mal gucken, wie ich das hier mache. Was hier hinkommt, vielleicht... Na, mal gucken. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüss.